Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Im letzten Part haben wir diese Mission hier geschafft. Und jetzt geht es weiter mit der nächsten Mission. Boah, ich bin der Meister der Überleitungen. Eindeutig, das habe ich mal wieder bewiesen. Was habe ich getan? Nichts. So, meine Güte, haben wir wieder viel Zaster in der Truhe. Hat sich echt gelohnt, das ganze Zeug auszubauen. Und da hinten haben wir noch einen Aussichtspunkt. Ich möchte natürlich so viele Aussichtspunkte wie möglich haben. Da ist bestimmt eine Frau im Spiel. Daher gehen wir einfach mal zum nächsten Aussichtspunkt. Oder so. Oh, mein Fehler. Wie dumm. Ich gehe. Echo! Und Ich habe ab traditionell rein die damit. Weisheit der Araber. Wohlbefinden erwartet euch. Habe ich euch erzürnt mit dem? Edle Preise für edle Waren. Oh nein! Nein, nein, nein! Nein, nein! Ach ne, jetzt sind wir sogar noch gesucht, oh Gott. Ich habe gehört, das müssen wir umbringen. Aber der gibt wenigstens viel Geld. Das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen reduzieren. Und am besten noch mehr. Ich will dich nicht halten. Ich nehme dich doch nicht auf den Arm. Wie ist der gerade geflogen? Und tot. Ja, mir fällt gerade so wenig ein, worüber ich reden könnte. Also, bitte verzeiht mir das. Ich höre nur um meinen Geburtstag reden, der demnächst ansteht, aber das mache ich nicht. Ich kann nicht plündern. Dann komm. Oh Junge, du hast mal wieder probiert. Och Mensch, jetzt holt er sogar wieder sein gesamtes Schlepptau mit. So, und dann holt er noch mehr, das ist natürlich sehr gut. Scheidet ihm den Weg ab. Wie damals in Alba. Capito?
Sieger! Wie damals in Alba! Capito? Umrundet ihn! So, wie damals in Alba. Ich möchte mal gerne erwähnen, dass aus Alba, also das ist eine Stadt in Italien, das erste Glas Nutella abgefüllt worden ist. Jetzt haben wir hier noch die großen Brocken. Finde ich nicht so toll. Mal das hier fürs Protokoll. Oh Mann, das ist alles nur um eine blöde Truhe zu öffnen. Ich hasse euch so dermaßen. Oh Mann, wir müssten uns eigentlich ein besseres Schwert kaufen. Das machen wir dann auch direkt danach. Wir sind ja direkt beim Schmied, lustigerweise. Weiß nicht, es gibt auch neue Rüstteile. Das macht alles nur schlechter. Also Waffen. Streithammer des Söldners, jawohl. Das gefällt mir doch mal gut. Haben wir das jetzt eigentlich? Ja. Und unser Wert und der Wert der Stadt steigt. Auch ein positiver Nebeneffekt. Endlich haben wir mal ein besseres Schwert, weil das war auch langsam mal an der Zeit, dass wir uns eins kaufen. Jetzt wo wir uns auch eins leisten können. Okay, unsere Kampfskills scheinen sich dadurch nicht sonderlich zu verbessern. Ja, wir machen aber wenigstens schneller Schaden. So. Und wie schnell das Teil Schaden macht, jawohl. Ja, es ist nochmal an der Zeit, dass wir ein neues Schwert kaufen. Und jetzt geht es so richtig ab hier. So. Ich habe langsam wahrhaftig genug von denen. Aber man kann nichts dran ändern. Bist du das? Du bist also teuer, aber hast trotzdem deine Vorzüge. Ach nein. Nee, jetzt. Meine Fresse. Und einmal. Und toll, der hat ihn gerade mit umgehauen. Das ist
natürlich sehr gut von ihm. Sollten wirklich den Gesuchtstatus reduzieren. Ja, ich versuch's ja auch die ganze Zeit. Versteht mich nicht falsch. Nicht, dass ich es nicht versuchen würde. Einfach das wegreißen und dann über die Mauer springen, vielleicht. Vielleicht mal über die Mauer springen, aber so wird es nichts. Okay, der läuft sogar. Oh Mann, das war so ein richtiger Part zum in die Ecke fahren, weil da haben wir überhaupt nichts geschafft. Okay, wir haben ein neues Schwert gekauft, das ist zwar ganz cool und so, aber an sich viel mehr, beziehungsweise wir müssen es eigentlich nicht viel mehr reduzieren. Ich glaube, die lassen uns jetzt relativ gut in Ruhe. Die lassen uns am Leben. Ihr seid nicht einfach, wenn ihr hier lebt. Mit euch ist es sehr schwierig. So, kriegen wir eine kleine Summe an Geld. Und dann geht's hier weiter mit unserer, mit unserem Heer an kriegsbedürftigen Leuten. Oder so eine Art. Salvezio! Willkommen! Und gut gemacht! Mein Heer erstrahlt in altem Glanz! Jetzt wird Silvio erkennen, was für einen Fehler er gemacht hat. Wie sollen wir vorgehen? Ein direkter Angriff auf das Arsenale? Nein, sie würden uns am Tor massakrieren. Ich habe einen anderen Plan. Nehmt meine Männer und verteilt sie im Bezirk. Der Ärger, den sie machen, wird Silvio zwingen, die meisten seiner Wachen abzustellen. Und wenn das Arsenale etwas leerer ist, kann ich hinein und ihn töten. Es sagt doch, ihr werdet kaum Gegner haben. Hoffentlich schluckt er den Köder. Oh, keine Sorge. Das wird er. Okay, Position beziehen. Das ist wahrscheinlich die vorletzte Mission, bevor wir unsere Assassinierung durchführen oder unser Attentat. Meine Güte, englische Begriffe ins Deutsche zu versetzen, ist wirklich nicht so dolle. Naja, auf jeden Fall, Fortbewegung ist sehr wichtig, kann ich nur sagen. Ich hoffe, die können wenigstens über Hindernisse. Denn schaut euch das an, dieser Weg ist praktisch vorgezeichnet. So können wir uns wundervoll fortbewegen. So, reißen wir das mal ab, dann sind es nur noch ein paar Prozent. Ich glaube, so 10% müssten es noch sein. Finde ich generell scheiße. Ich finde, es hätten wir auf 25, so 25, 50 und 75 verschwenken können. So, der ist tot. Okay, die müssen wir anscheinend erledigen. Ja, vielleicht ein bisschen Hilfe, das ist nicht schlecht.